Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Karmischetic Simulator 2018. Wir nehmen wieder fleißig Autos auseinander und bauen sie wieder zusammen, so wie sich das dann letztendlich auch gehört und der Kunde sich dann auch letztendlich freut. Außer wir vergessen mal einen Anlasser oder so, aber hey, wir werden ja benachrichtigt, falls wir das vergessen sollten. Und von daher sehe ich das noch nicht mal so extrem als schlimm an. So, haben wir noch ein Fahrzeug? Ach ja, unsere Großbaustelle ist ja übrig geblieben beim letzten Mal. So, ich mache mir die Mucke nur was lauter. So, sehr gut. So, wir hatten ja hier ein kleines Baustellenproblem. Und zwar, dass wir erstens nicht alles gefunden haben. Und zweitens, dass wir, ja, hier irgendwie gar nichts finden. Moment mal. Okay, den Luftfilter hatten wir schon überprüft. So, die Batterie ist auch in Ordnung. Der Bremskraftverstärker sieht aber auch noch okay aus. Das wird lustig. Das wird sehr lustig, die zwei letzten Teile zu finden. So, ne, die Teile haben wir ja. Problem mit der Motorleistung haben wir ja auch noch. Moment, wir heben mal das Fahrzeug hoch und gucken uns mal den Antrieb selber an. Vielleicht hat das auch was mit dem Getriebe zu tun, dass wir hier ein kleines Motorproblem haben. Weil sonst wüsste ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr, woran es hapert, dass der Motor so langsam aber sicher nicht mehr möchte. Und gegebenenfalls natürlich auch die Leistung nicht erbringt, ne? So, wir bauen mal einen neuen Auspuff ein. So. Achso, Karmischetic Simulator kommt jetzt im Übrigen immer von donnerstags bis sonntags. Ich versuche das Ganze jetzt in einen Upload-Plan zu stecken, und zwar mein letzter Versuch. Also das hier wird jetzt tatsächlich mein letzter Versuch sein, einen vernünftigen Upload-Plan zu erstellen. Und ich hoffe, dass es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dass wir dann ganz viel Spaß miteinander haben werden. Okay, das hört sich komisch an. Ich gebe es zu. Nein, das Schwungrad ist auch in Ordnung. Das gibt's nicht. Scheiße aber auch. Jetzt muss ich gucken. Sind hier die Ölfilter bei? Vom Motor? Ja, Ölfilter V8. Sehr gut. Ich meine, den brauchen wir eh neu. Von daher, ich bin gerade einmal unterm Auto. Dann kann ich mir das auch nochmal angucken. Haben wir ein Teil gefunden, was das mit dem Motor macht? Nein. Ja, Leute, dann müssen wir die Karre halt auseinandernehmen komplett. Was sollen wir anders machen, ne? Das ist eben jetzt, ja, die Situation. Anders geht's nicht. Bauen wir die Kacke mal auseinander. Und gucken uns mal alles von unten an. Die Antriebswelle ist definitiv kaputt. Und ich denke mal, der ein oder andere Zylinder wird defekt sein. Hatte der noch ein Problem mit der Bremse? Der Luftfilter wird noch getauscht. Was haben wir hier? Das ist alles oben. Ja, Tatsache. Bremsscheibe. Dann tauschen wir das schon mal aus. Wo darf es denn sein? Hier ist was defekt. Dann machen wir das schon mal fertig und... Ich denke mal, der Motorausbau, der braucht ja auch so ein paar Minuten. So. Manchmal ist der Shop flott. Und manchmal ist der Shop extrem langsam. Das ist ganz komisch. So,
einmal einen neuen Bremszylinder mit Bremssattel. Sehr gut. Und ich glaube, hier hinten war der Rest. Hier ist die Scheibe defekt. Achso, danke nochmal für die Aufklärung des Thema Reifens. Achso, und nochmal ein kurzer Hinweis. Ihr kennt das Fahrzeug hier noch gar nicht, fällt mir gerade ein. Ich hatte zwei Aufnahmen die Tage gemacht und die waren leider aus für mich bis jetzt unerklärlichen Gründen komplett ohne Ton. Warum das so war, weiß ich bis jetzt nicht. Aber ich denke mal, das werde ich auch nicht mehr erfahren. Sind doch vorne die Bremsklötze. Na, leck mich doch am Arsch. Ich hab's mir gedacht. So eine Scheiße. Ich habe das nur ganz kurz aufblitzen sehen und ich habe gedacht, ah, das wird nichts sein. Ja, ja. Wie war das? Das Denken sollte man den Pferden überlassen, ne? Aber keine Bremsklötze mehr. Was ist los? Nichts mehr auf Lager, muss alles bestellt werden. Hochwertige Werkstatt. So, Felge drauf. Wuhu, sehr gut. Bremsproblem erledigt. Ja, Auspuff erledigt, Bremsproblem erledigt. So, die Steuerung muss ausgetauscht werden. Das machen wir alles im Motor. Filter. Und das findet auch alles oben im Motor statt. Dann machen wir das flott. Mein, ist zwar doof, dass wir jetzt tatsächlich hier alles ausbauen müssen, was hier der Motor hergibt. Aber ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir wirklich gedacht, dass es so weit kommt, dass wir wieder hier am Motor selber rumfummeln müssen, damit wir hier alles ändern können. Ich meine, es ist jetzt tatsächlich eine kleine Fummelei, aber... Was ist dein Problem? Ah, der Abgasschwimmer. So, der ist auch ab. Zylinder. Aha, da haben wir es doch. Sehr gut. Ja, hier sieht es nicht so prickelnd aus. Kann aber auch nur Verschleiß sein. Und es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das komplette Oberteil abnehmen muss, um am Unterteil zu werkeln. Bin ich gerade überfragt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zylinderköpfe auch von unten schon mal losschrauben kann. Also im Voraus. Also im Normalfall geht das ja nicht. Im Spiel zumindest. Mal gerade gucken, ob wir noch einen Teil gefunden haben. Ja, tatsächlich. Ein Teil haben wir noch. Und zwar eine defekte Zündkerze haben wir noch gefunden. So, ein Teil ist nicht gefunden. Das sieht man aber hier vorne. Und zwar ist das definitiv die Antriebswelle. Ist das die Antriebswelle, ne? Ne, die Kurbelwelle. Entschuldigung, ich vertue mich. Das muss jetzt erstmal alles rausmontiert werden. Alle Achtung. Bei einem V8 dauert das Ganze natürlich länger als bei einem Vierzylinder. Sind halt ein paar Schrauben mehr. Ne? So, jetzt müssen wir den Wagen wieder runterlassen. Bevor wir das aber machen, entferne ich schon mal hier das Schwungrad, damit wir gleich beim Demontieren nicht auch noch da dran denken müssen. So, Karre wieder runter. Sehr gut. So, einmal ziehen der Kolben. Zack, 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 zack. Die sehen tatsächlich alle noch in Ordnung aus. Sie haben nur unterschiedliche Ablagerungen. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, die wären total im Arsch. Nicht schlecht.
denke mal, das Buch, das Teil wurde auch noch nicht gefunden, das letzte. Genau, dann ist es nämlich das gute Stück. Ja, sehr gut. Bevor wir uns hier tot suchen, suchen wir einfach die Kurbelwelle des V8s. Sehr gut. Und bauen die direkt auch wieder ein. Haben wir das Schwungrad? Ja, dann haben wir das direkt hier vorne. Haben wir jetzt das Problem gefunden? Der war ja hier. Genau. Sehr gut. Cool. Ich sagte auf jeden Fall in der vorherigen Folge, die ihr leider nicht kennt, dass es einfach gewesen wäre, wenn man alle Teile direkt gesehen hätte, aber natürlich sieht man das nicht, weil dann wäre es ja auch vom Spielprinzip her natürlich viel zu einfach. So, dann machen wir die Antriebswelle direkt dran. Das haben sie teilweise verbessert, dass man aus jeder Position, solange man die Antriebswelle dann sieht, sie auch montieren kann. Das ging beim ersten Teil einfach überhaupt nicht. Sieht geil aus so, wenn man den jetzt zumacht. Dass man so ohne Lüfter so gesehen da durchblicken kann, das ist schon cool gemacht. So, dann setzen wir die Dinger mal ein wieder. Die eine Seite bekommt die schön aussehenden, die andere Seite bekommt die hässlichen. Jetzt habe ich in der Wohnung die Heizung angemacht und mir wird gerade total warm. Ich habe gedacht, komm, mach was die Heizung an. Es ist ja nun mal kalt draußen. Hier in Aachen ist momentan irgendwie Winter Wonderland. Ich weiß nicht, also es ist gefühlte minus 50 Grad. Ich weiß, das kann man sich schlecht vorstellen, aber ihr wisst, wie ich es meine, oder? Nockenwelle rein, andere Nockenwelle rein. Das, wo wir jetzt gerade drankommen, montieren wir direkt. Umso weniger müssen wir gleich dran denken. So, der gute Ansaugstutzen ist schon drauf. Der Motor beginnt wieder Gestalt anzunehmen. Das ist schön. Das ist ein schöner Motor tatsächlich. Also hier im Spiel einer der, ich würde schon fast sagen, schöneren Motoren. Es gibt hässliche Motoren, auch die hässlich gemacht sind. Aber er hier zählt unter den schicken Dingern. Manchmal frage ich mich ja, der Motor wird von so ein paar Schräubchen zusammengehalten. Das ist unfassbar. So. Sehr gut. Zündspule oben drauf. Zack. Und Abdeckung. So, ja, die andere Seite hat noch keine Zündkerzen. Da werden wir dann gleich feststellen, dass uns eine Zündkerze fehlt. So, schreiben wir hier rein, Zünd. Und zack, haben wir die Zündkerzen, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge jetzt noch den Motor zusammengebaut bekommen. Es sind ja nur noch ein paar Minuten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in dieser Folge noch nicht aufstehen werde. Aber nächste Folge bin ich aufgestanden und werde die Heizung ausmachen. Ich meine, da kann eine Heizung praktisch sein, wie sie will. Im Arbeitszimmer werde ich sie demnächst nicht mehr anhaben. Leck mich am Arsch, ey. Das ist Schwitzen auf höchstem Niveau. Anders kann ich das hier nicht formulieren. Boah, ey. Unfassbar. Und dann habe ich gedacht, mach die auf 20. Ich meine, ich fahre auch im Auto mit 20 Grad. Ist ja ungefähr dieselbe Temperatur, nur dass ich im Auto erstmal brauche, bis 20 Grad erreicht sind und hier die Heizung seit der letzten Reparatur, das muss man einfach erwähnen,
weil sie vorher wirklich schlecht war. Ja, perfekt funktioniert, wisst ihr? Und manchmal steht man dann da. Ich glaube, ich gebe dem hier auch gerade viel zu viele neue Trägerrollen mit, weil, ich meine, ich habe ja welche auf Vorrat gekauft, der kriegt jetzt ganz viele neue. Aber ich denke mir, der Kunde, der wird glücklich sein, wenn man das Ganze ja hier so ein bisschen auf seriös. Ich bin der seriöse Hubi. So. Und von daher, denke ich mal, wird der Kunde sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit sein, da wir alles erneuert haben. Jede Tragrolle. Ich denke mal, der Motor wird angehen wie ein Kätzchen. Motorfehler sind alle behoben, sehr gut. Die Karre startet auch wieder. Der Luftfilter muss noch gewechselt werden. Die Steuerung ist ausgewechselt. Wunderbar. Luftfilter, wo bist du, Kollege? Ach ja, hier war ja was. Ich hasse diese Klemmen, Leute. Man muss da genau mit der Maus drauf zielen, sonst trifft man sie nicht. So. Deckel ab, Luftfilter raus. Habe ich schon einen neuen gekauft? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe nur ganz viele kaputte Luftfilter. So, das machen wir noch in der Folge. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich es machen werde, aber ich mache es jetzt noch flott. Ich meine, diese 15-Minuten-Regel, die gibt es bei mir eigentlich ja eh weniger. So, da noch eine Klammer dran, da noch eine Klammer dran, da noch eine Klammer dran. Und da noch eine Klammer dran. So, dann haue ich hier noch den Kühler rein. Ventilator mit den jeweils zwei Ventilatoren. Und nächste Folge sehen wir dann, wie wir Ölwanne installieren, die ganzen Kolben wieder festmachen, etc. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und tschüssikowski, macht's gut. Ciao.